Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video spreche ich über Frisuren, die in 2020 definitiv nicht mehr Trend sind. Nach meinem letzten Video zum Thema Frisurentrends 2020, in dem ich über Frisuren gesprochen habe, die in 2020 auf jeden Fall Trend sind, habe ich einige Nachrichten bekommen und vor allen Dingen auch einige Fragen bekommen. Und die meisten Leute haben mich halt gesagt, hey Daniel, was kann ich eigentlich an meiner Frisur ändern, beziehungsweise ist meine Frisur eigentlich noch up to date? Und aus dem Grund spreche ich heute über Frisuren, die in 2020 nicht mehr up to date sind, beziehungsweise ihren Höhepunkt schon bereits hinter sich haben. Also, let's go! Lange Haare sind cool, auch bei Männern, darüber braucht man nicht diskutieren. Aber bitte nicht lange Haare glatt nach hinten tragen, beziehungsweise auf gar keinen Fall deine langen glatten Haare nach hinten gegelt tragen. Generell sind Gelfrisuren komplett 90er und die 90er haben wir schon lange hinter uns gelassen und aus dem Grund in 2020 bitte keine Gelfrisuren glatt nach hinten tragen. Das ist wirklich komplett out. Der Höhepunkt von super voluminösen Frisuren, der ist ebenfalls over. Und ich meine damit diese Frisuren, die von hier bis nach Holland gehen und wieder zurück. Also diese richtig megamäßigen voluminösen Frisuren. Also sind wir mal ehrlich, bei manchen Leuten sah das echt strange aus. Als ob auf dem eigentlichen Kopf noch ein zweiter Kopf oben drauf ist. Also das sah wirklich nicht mehr natürlich aus. Sobald die Proportionen irgendwie nicht mehr stimmen, sieht das einfach echt merkwürdig und richtig komisch aus. Der Trend war da, gar keine Frage. Das ist aber mittlerweile schon über 3 Jahre her. Und da hat irgendwie jeder versucht, seine Haare so hoch hinaus wie nur möglich zu stylen. Aber Leute, das ist tatsächlich jetzt vorbei. Das heißt jetzt aber nicht, dass voluminöse Frisuren irgendwie komplett out of style sind. Ne? Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Leute, die voluminöse Frisuren echt richtig geil rocken. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen so megamäßig voluminösen Frisuren und ganz normal voluminösen Frisuren. Also wenn es halt von den Proportionen nicht mehr passt, ja, dann sieht es halt komisch aus. Ich glaube, wir verstehen uns. Und jetzt werden einige Leute wahrscheinlich blöd gucken. Der Topknot. Ja, ihr habt richtig gehört, ich meine den Topknot. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich meine nicht den Man-Bun. Es gibt nämlich hier auch einen kleinen, aber feinen Unterschied zum Topknot. Der Man-Bun sieht nämlich so aus. Das sind nämlich richtig lang ausgewachsene Haare, die schlussendlich zu einem Man-Bun zusammengebunden sind. Der Man-Bun ist und bleibt nämlich immer noch up to date. Ich habe es gerade erst gesagt in meinem letzten Video zum Thema Trendfrisuren 2020. Falls du es an dieser Stelle noch nicht gesehen hast, dann check das hier oben gerne mal aus. Aber der Topknot ist halt kein Man-Bun. Der Topknot sieht nämlich so aus. Und es ist bestimmt schon über 5 Jahre her, als der Topknot seinen Höhepunkt als Trendfrisur hatte. Und der Topknot ist einfach kein richtiger Man-Bun. Und wenn du da draußen aktuell noch einen Topknot trägst, ja, und deine Seiten möglicherweise auch abrasiert hast, ja, dann lass einfach wachsen, Kollege. Willkommen in 2020, wechsle einfach rüber zum Man-Bun. Auf Instagram gab es irgendwie so einen richtig mega krassen Hype um künstlich texturierte Haare bei Männern. Also jedes zweite Video, was mir bei Instagram irgendwie angezeigt worden ist, war irgendwie ein Video von einem Barbershop, wo gerade so eine künstlich texturierte Frisur frisch in einem Barbershop gezaubert wurde. Und um solche Frisuren zu kreieren, brauchst du halt kiloweise Haarspray. Und glaubst du, dass deine Freundin da draußen darauf steht, wenn du so einen Backstein aus Haarspray auf deinem Kopf trägst? Ich glaube nicht. Aus der Perspektive eines Friseurs, beziehungsweise aus der Perspektive von einem Barber, der zum Beispiel bei einem Friseurwettbewerb mitmacht und irgendwie auf spezielle künstlerische Art und Weise einen coolen Effekt erzeugen will, okay. Aber da du frei entscheiden kannst, welche Frisur du trägst, ja, dann entscheide dich bitte nicht für eine komplett zementierte Frisur, die besser hält als die Berliner Mauer, sondern wähl einfach eine Frisur, die etwas natürlicher ist, etwas lockerer ist und glaub mir, die Frauen stehen drauf, deine Haare werden es dir danken, dass du nicht kiloweise Haarspray benutzt und deine Haare sind am Ende des Tages viel gesünder. Next one, Hard Parts. Was sind Hardpart-Frisuren? Hardpart-Frisuren sind Frisuren, bei denen die Frisur in 2 separierte Parts mit dem Rasierer geteilt werden. Und der Trend war da, gar keine Frage. Auch einige Fußballer waren da am Start und haben einige Hardpart-Frisuren getragen. In 2020 bleibt es nach wie vor etwas natürlicher, etwas wuscheliger und da wird eine natürliche Seitenscheitelfrisur alle Male gegen eine Hardpart-Frisur gewinnen. Und wo wir gerade schon mal Fußballer sind, dann können wir direkt beim Fußball bleiben. Beim Fußball wird es das wohl immer geben. Ja, und ich bin ehrlich, ich habe es damals, als ich jung war, auch gemacht. Und zwar Rasurlinien bzw. Muster in deiner Frisur. Bei Fußballern ganz beliebt, dass man sich zum Beispiel das Vereinswappen in seine Frisur einrasiert oder halt die Rückennummer in die Frisur einrasiert. Ja,
Okay, ja, wenn man jung ist, probiert das gerne mal aus. Aber wenn du schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hast und ein bisschen älter wirst, ja, dann lass sowas einfach weg. Denn das ist tatsächlich gerade im Alter definitiv out. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Sonny Schmidt. Sonny, vielen lieben Dank für deinen Support auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Weitere Videos zum Thema Haarstyling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, eine miese Frise. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.